Willkommen zurück, meine Schildbeine und Wikinger. Ich stehe hier in St. Petersburg, wo wir gestern in der Folge ja aufgehört haben. Wir sind auf dem Weg mit LKW-Reifen nach Viborg, Richtung Finnland, Richtung Schweden, die Heimat zurück. So soll es laufen. Das heißt, wir starten jetzt für die nächsten 3 Stunden in-game Richtung Viborg mit LKW-Reifen. So, schick sieht das schon aus, ne? Also das muss man schon sagen, das ist schon ein richtig geiler Trailer. Aber wie gesagt, der muss auch erstmal heile ankommen. Und dafür sind wir ja zuständig. Und dass das nicht so immer reibungslos abläuft, das wissen wir auch. Ich finde es schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir steigen ein. Wir haben ein In-Game-Navi. Haben wir. Sehr schön. Ah, der sieht schon edel aus. Fenster runter, natürlich. Auch bei 17 Grad Außentemperatur machen wir das Fenster runter. Let's go. Licht an, Northman. Und dann starten wir rein. Jawohl, da rollt der Bock. Nochmal kurz ein Käffchen auf euch, Skoll. Ah, und dann legen wir los hier. LKW-Reifen nach Viborg von St. Petersburg. Wunderschön. Demnächst links abbiegen. Machen wir, Helga. Helga ist immer mit am Start. Helga ist unsere gute Seele an Bord. Neben meinen ganzen Beifahrern, da meine ich euch natürlich mit. Hier, kleine Schiene. Hätte ich rechts, links gucken müssen. Demnächst links abbiegen. So, wir werden uns auf jeden Fall heute mal vornehmen, dass wir rechts und links gucken. Biege nach links. Also ihr macht es ja bestimmt, ich nur nie. So. Da ist frei. Ach Mensch, mega. Let's go. Ah, der Scania, der fühlt sich schon gut an. Bei 69 haben wir ihn reingeknallt. Ah, die Straßen sind schon anders wild. Demnächst links abbiegen. Alles klar, Helga. Biege nach links ab. So, ja, das sehe ich. Ladadada, Kekse. Er will nach links rum. Das müsste man nicht schaffen. Er will nach links, ich will nach links. Ah, das sieht schon toll aus hier, ne? Wahnsinn. Ah, die grüne Welle, die müssen wir natürlich jetzt ausnutzen. 74, sehr gut. Mit 74 km/h Rally sind wir durch Russland. Ralalala. Mahlzeit. Ja. Diesmal bin ich nicht zu schnell. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Nicht wundern, dass da jetzt St. Petersburg ausgeschrieben steht. Wir sind an einer Randbezirk von St. Petersburg. Da mussten wir die LKW-Reifen abholen. Deswegen kann es sein, dass wir nochmal über St. Petersburg hinwegfahren. Würde ich natürlich richtig geil fühlen. Hallo? 110 erlaubt und ich darf nur 70 fahren, oder was ist denn der Brecher? Den Blinker kannst du trotzdem ausmachen, auch wenn es dir nicht passt. Gott! Was ist denn aus den guten 90 geworden? Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Ausfahrt rechts. 21 Grad, wenn du überlegst, wir waren mal bei 29. 30 hat man, glaube ich, auch schon unten in Lettland. Da
Also man merkt schon, dass wir jetzt weiter nördlich sind. Richtung Nordkap unterwegs. Da sind sie. Auf euch habe ich gehofft. Sehr nice. Komm, gucken wir mal raus hier. Wunderschön, oder? So eine Autobahn kann schon sehr erquickend sein. Bitte links halten. Muss, glaube ich, den zweiten Dings zuschalten. Ich sehe hier in dem Scanner, sehe ich es gar nicht. In den anderen LKWs vorher habe ich es gesehen, was links so ist, aber hier, das ist mir zu wackelig, Leute. Seid ihr da? Ja, ne? Gut. Seid so ruhig. Bitte links halten. Alter, ich dachte, er zieht rüber. Oh mein Bitte Gott. Links halten. Boah. La-da-da. Und sonst so, wie war euer Tag? Ich hoffe, ihr seid alle gesund, euch geht's gut. Das Wetter macht euch nicht so zu schaffen. Oh, gleich mal rechts runter. Bitte rechts halten. So. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Der Jaul von diesem Navi. Ja, es ist doch gut, ich fahre doch jetzt schon auf 75. 80. Haben wir hier Maut oder was? Okay. Euro. Wie süß. Wird vom Arbeitgeber bezahlt. Das ist ja schön. Mensch, Harry, ich muss ja richtig bluten, der Arme. Da ist ja nur so Kratzer teurer.
Viborg rechts. Und dann rechts abbiegen. Jetzt schon ausgeschrieben, Mensch. Biege nach rechts ab. Also Viborg jetzt mal ohne Scheiß klingt schon hart finnisch, oder? Wenn da was gekommen wäre jetzt, Leute. So, 73. Da ist unser Ziel schon, Mensch. Viborg ist schon zu sehen. Helsinki, hallo Finnland. Bitte rechts halten. So ein bisschen Gummi da hinten wiegt gar nichts, ne? Das merke ich richtig, ey. So, da sehen wir es schon. Viborg. Da sind wir. Ich hoffe, es passiert jetzt nichts mehr. Moin. Erster Aufenthalt in Viborg. Sehr schön. Machen wir das. Demnächst rechts abbiegen. Alles klar. So, Helga, ich danke dir. Es war eine sehr schöne Fahrt. Wir hören uns gleich wieder. So, und jetzt sind wir mal gespannt, wohin wir jetzt steuern werden. Biege nach rechts ab. Wir sind fertig. Wir sind fertig miteinander. Ich mache das jetzt hier wieder so heute. Heute ist gerade so ein richtig schöner Flow. Oh, jetzt schrei Halzer hier. Man merkt es halt richtig, wie man in Russland ist. Ich mache nochmal ein anderes Schlägen drauf. So, das hat doch super funktioniert, Mensch. Viborg ohne Kompromisse, ohne irgendwas. Ohne Kompromisse, ohne Vorfelder, wollte ich sagen. Sehr nice. Guck mal, Mensch. Klappt doch wie am Schnösel. Oh, fast Aufstieg. Den kriegt man dann, wenn man nach Finnland reinkommt. Ich hoffe, er schickt uns nach Finnland. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. St. Petersburg, Viborg. Ele. So. Kuvolor. Nö, ist doch schön, wa? Traktoren. Nach Kuvola. St. Petersburg, Kuvola. Wir haben gar nichts anderes als Kuvola, glaube ich, hier. Ja. Ja, dann nehmen wir die Traktoren, die bringen am meisten Geld. So machen wir das. Was hätten wir denn noch? Kork. Limonade. Ne, komm, lass uns die Traktoren nochmal fahren. Wir fahren nochmal Traktoren nach Finnland, ihr Lieben. Oh, guck mal hier, München, die Allianz Arena. Hallo. Hat gerade 60 gespielt, oder was? Ist aber auch ein lang ausgenommenes Foto. So, wie sehen wir denn aus? Ach, da sind sie. Wow. Hallo. Wunderschön, weiß, ja. Was haben wir denn? Deutz-Traktoren, oder was? Ach, ist auch egal. Ist uns doch egal, was wir haben. Okay, wir fahren los. Wir fahren los, Mensch, Mädchen. Wie lange brauchen wir denn? 3,5 Stunden? 4 Stunden fast? Ist doch nicht. Aber wir fahren nach Finnland. Und das ist doch super. Morphi, Fenster. Sehr gut. So, Helga ist wieder mit am Start. Ihr seid mit am Start. Besser kann es nicht laufen. Ab nach Finnland. Reicht nur. Biege nach rechts ab. Was ich sagen muss... Man vermisst dann jetzt, wenn man so in Russland ist, hier oben so, dann doch schon diese Bromods, ne? Ab. Wo man dann
ja, auch die Möglichkeit hat, nach Russland reinzufahren, Island und so zu mitzunehmen. Aber es ist halt so, die Ladezeiten, es ist halt echt so extrem. Immer geradeaus. Und ja. Demnächst rechts abbiegen. Ich denke mal, so werden wir auch einige sehen. Biege nach rechts ab. Mahlzeit, da, die russischen Busse. Kennst du, wieso fahre ich denn rückwärts? Er ist ja empfindlich im Gang. Vorsicht, ihr habt Traktoren. Macht mal alle ruhig jetzt, wenn er mir entgegenkommt. Bitte links halten. Machen wir. Ist so gefühlt gerade, als ob wir einfach nur abgehangen haben, ne? Und neu aufgekoppelt haben. Derselbe LKW. Aber jetzt Kork fahren, da hatte ich jetzt so wirklich gar keinen Bock drauf. So, kommst du jetzt mal rüber oder was machst du da? Weil wir müssen jetzt hier runter. Ja, auch okay. Oh, schon wieder Cola. Ich bin gespannt, wenn wir mal Cola fahren oder Met. Hat keiner gesehen. Bleibst du dort? Halten. Hast du dich verfahren oder was? Das ist natürlich blöd. So, nach Finnland. Ich freue mich. Ihr wisst es gar nicht. Ich könnt es euch gar nicht vorstellen, wie schön das ist. Das muss ich nochmal gucken. Wunderschön hier. Deine Grenzhäuschen. Als könnte eins sein. Oh, das ist eine geile Gegend, ne? Oh, Wahnsinn. Da ist so ein Haus hingepfeffert, direkt am Wald. Wahnsinn. Richtung Helsinki, da lest das. Es geht voran. Wunderschön. Echt toll. Ich genieße das gerade so richtig förmlich. Oh, herrlich. Immer geradeaus. Gott sei Dank sind wir nicht so schnell unterwegs. Sonst hätte es jetzt gerauscht. Seid ihr hier? Jawohl, ihr seid mit dabei. Sehr schön. So, steig mal wieder ein. 70 nervt mich halt so ein bisschen, ne? Schlammig aus der See oder Fluss. Erinnert uns auf jeden Fall schon mal eine Schlange. Aber wir dürfen ja auch nicht schneller fahren, ne? Muss ja auch nicht sein. Langsam, aber sicher.
Alter. Einfach mal hier eine 30 hingestellt, ne? Das wäre wieder so ein Move gewesen von der Polizei, weißt du? Hey, komm, wir dürfen 70 fahren. Hör auf zu blinkern. So, naja. Persisch bitte. Hallo, Freunde. Oh, das sieht schon. Ja, ja, Grenzübergang. Da ist er. Mach gut, Russland. Schön war's bei dir. Und hallo, Finnland. Sau geil. Ah, wie ich mich gerade freue. Bleibst du offen? Nee, gar nicht. Warum auch? Ich bin ja nur der Nordmann. Röntgenkontrolle abgeschlossen. Alles super. Sehr schön. Haben wir ja nur Traktoren drauf. Wenn da einer drin sitzt, wird einer sehen bestimmt. Oh, guck's ja an jetzt hier. Oh. Links halten und dann links abbiegen. Okay. Ich hoffe, dass wir mit draußen die Sicht biege haben. Nach links ab. Kurz mal ein bisschen umdenken. Hier, guckt euch an hier, der Grenz. Der Grenzübergang Russland, Finnland. Schon krass, ne? Dürfen wir hier lang? Wir suchen es einfach mal, wa? Ah, ist schon toll. Ist schon mega. So, Papiere. Ich weiß, Paper. Papa. Prüfe die Papiere. Dankeschön. Mensch, 33.700 haben wir schon. Hallo, wir haben schon einiges verdient, oder? Können wir schon mal ein paar Käffchen kaufen? Guck mal, hier haben wir gar keine Schnelligkeitsvorgabe. Hier können wir auch mal mit 100 durchrauschen. Was ist schon hier, oder? Wir sind schon in Finnland. So schnell. Nichts wiegen oder so? Gar nichts? Krass. We love Logistik, UPS. Ja. Yeah. Doug Heavenin ist vor uns drin. Wer kennt Doug Heavenin? Los! Wer kennt den King of Queens? Na, du komm mal auch auf Pushen hier. Leg einen Burger weg und gib Gas. Allzeit. Ja, du hast halt Pech jetzt, ne? Oh, er macht es aber auch jetzt gerade so richtig. Ist das hier noch Grenzkontrolle oder was? Jesus. Hallo? Es ist tatsächlich eine Grenzkontrolle. Finnland! Wir sind in Finnland. Mensch, hallo. So schnell geht's. Ja. Oh, ich würde den so gerne überholen, ey. 60 hätte man fahren können. Das haben wir nie drauf gehabt. Hast du das gesehen? Oh, wir müssen an dem schneller an den Ding sein. Einfach rechts rüberziehen und dann gib ihm. Rechts halten und dann rechts ab. Helga sagt doch noch. Biege nach rechts ab. Ach Mist. Okay, wo fährst du hin?
Jawohl. Ich muss so schnell sein, es tut mir leid. Aber wir müssen schneller an dem Posten hier sein. Los, kontrollier mich. Ja, das sieht gut aus. Oh, Elefantenrennen gegen den UPS, Mann. Wir müssen gucken. Da drüben steht er. Mach hoch die Schranke. Mach auf das Tor. Die Säcke. Oh mein Gott. Oh, wie kann man denn so böse sein? Hallo? Jetzt prüft ihr erst. Ihr habt mich verarscht. Und ich muss da noch vor die Schranke fahren. Hallo? Mach auf das Ding jetzt. Gute Fahrt, ja, Marsch. Wir waren eher da. Haben es abgesprochen. Da ist er wieder. Guck mal, ey. Na klasse. Kannst du es lesen? Jetzt haben wir uns aber auch reingequetscht hier und es ist gut gegangen, Mensch, haben wir Glück gehabt. Naja, wir zeigen uns halt wieder in Finnland von der besten Seite. Wie einen auch nur UPS-Mann einfach triggern kann, ne? Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Boah, der macht mir Panik im Kittel. Fahr runter. Danke, Gott sei Dank. 28 Grad, ey Leute, Wahnsinn. Nimm diese Ausfahrt. 28 Grad hier in Finnland. Ja, ist gut. Ich darf hier 70 fahren, also jammer nicht drauf. Nach Kotka, 45 Kilometer, da müssen wir nicht hin. Beruhigt euch wieder. Hallo. So, let's go. Der überholt. Das sah jetzt komisch aus. Oh doch. Unser Ziel ist in Sicht. Da steht es auch dran. Cupola. Kurzes Autobahnvergnügen. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Was sagt die Zeit? Sehr gut. Nimm die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Ah, das läuft wie ein Uhrwerk. Natürlich. Immer geradeaus. Komm, wir gucken uns das von außen an. Wie wir rein ruspeln. Nach Kuvala. Demnächst links abbiegen. Ach Mensch, egal. Es ist doch nicht in Ordnung. Da müssen wir raus. Biege nach links ab. Oh, das fühlt sich so mega an. Als ob man wirklich selbst hier gerade auf dieser Road umhergeiert. Oh, ein bisschen Schwund ist immer. So, hier werden wir natürlich anständig einparken. Mathilda Agis. Das stimmt. Also die war nicht schlecht. Wenn du das schaffst. Ich bezweifle es ja jetzt schon wieder. Ne?
Scheiße. Scheiß auf die 90 Punkte, da bin ich doch schisserig. Das hätte ich nie gekriegt. Da hätte die Folge eine Stunde gehen müssen. Yes, Baby, das war's. Willkommen in Finnland. Abgeliefert. Alles in Ordnung. So, den Aufstieg, den kriegt man auf jeden Fall hin. Da werden wir noch zusammen leveln. Es war wieder mega. Es war wunderschön, die Fahrt. Ach, ne, Mensch, guck hin. Level 4 sind wir schon. So, was nehmen wir denn heute? Hochwertige Fahrt. Just in time. Was haben wir denn hier? 3% höhere Vergütung. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und hier haben wir 5% höhere Vergütung für ausliefernde hochwertigen Fahrt. Ja, dann hochwertig natürlich. Anwenden. Zack. Ja, super Mensch. Gibt es hier so eine Statistik? Karriereentwicklung. Lass uns mal reingucken kurz. Guck mal, stetig geht es nach oben. Stetig geht es nach oben. Insgesamt sind wir schon 2251 Kilometer gefahren. Im Dienst natürlich. Wohlgemerkt. Ne? Während freier Fahrt haben wir nicht. Meine gibt es ja nicht. Erkundete Straßen gerade mal 1,8% von 100. Wahnsinn. 11, aber Aufträge schon abgeschlossen. Es läuft gut. 2 Tage, 3 Stunden sind wir im Schnitt im Spiel. Und 3 Stunden und 2 Minuten haben wir gespielt. Sehr. Das ist doch schon schön. Auf der Bank, guck mal, da kriegt man schon einen Kredit von 400.000, wenn wir das wollen. Wollen wir aber nicht. Nee, sogar 500.000. Awesome. Fähigkeiten, die Hammer. E-Mail-Adresse und so weiter. Interessiert uns nicht. E-Mail-Adresse, E-Mails natürlich. Der Chef ist zufrieden. 38.581 Hammer bekommen. Wir können ja jetzt nochmal, wir haben noch Zeit, ne? Komm, ein bisschen Zeit haben wir noch. Dann gucken wir uns den nächsten Auftrag an. Dann könnt ihr schon mal wissen, wo es morgen hingeht. Morgen in der Folge geht es von Kouvola. Oh, nach Turku. Oh, nach Turku würde ich ja fühlen. Ne? Oh, was haben wir denn? Holzbalken. Pori. Pori ist natürlich auch schön. Wobei, wenn wir, was müssten wir denn, wenn wir hier hin? Das wäre Turku. Seht ihr das? Was haben wir denn hier noch? Turku. Nantali. Haben wir da was hin? Das geht alles wieder zurück, 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 zurück. Finnland haben wir noch Helsinki. Wäre natürlich auch schön. Grundstoffgranulat nach Helsinki. Oha, Betontreppe auch nach Helsinki. Aber ich fühle jetzt gerade schon wieder Turku, ne? Holzbalken nach Turku. Bringt auch am meisten Geld. Was haben wir denn da? Das ist eine Standardlieferung. Schwergut. 35 Tonnen. Und ein Kombi. Oder mit dem Iveco. Ach, das ist doch jetzt blöd. Helsinki ist halt einfach nur Kunststoffgranulat. Wir könnten auch von Helsinki dann fahren, oder? Von Helsinki nach Turku. Ich glaube, das ist ganz cool. Lass uns Helsinki. Haben wir noch was anderes nach Helsinki? Die Betontreppe. 242 Kilometer und das wären 237. Bringt halt auch mehr Geld. Wir nehmen das Kunststoffgranulat. So machen wir es. Diesen Auftrag nehme ich jetzt schon an. Dann wisst ihr, in der nächsten Folge starten wir hier in Kouvola und fahren nach Helsinki. Danke fürs Zuschauen. Es hat mega Spaß gemacht wieder. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn euch es nicht gefallen hat, Daumen runter gibt es, glaube ich, nicht, aber ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Schönen Tag noch. Tschüss. Ich bin euer Nordfan. Bye, bye.